Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Community-Projekte Folge Nummer 2. Wir gucken wieder rein, was die Community so in letzter Zeit geschafft hat. Das letzte Update gab ich euch vor gut 2 Wochen und seitdem ist wieder einiges passiert. Viele Highlights, ihr seht ganz, ganz viele Tabs, die ich hier offen habe. Also lehnt euch zurück und wir gucken uns zusammen an, was die Community in den letzten Wochen alles so geschafft hat und wo der aktuelle Stand der Dinge ist mit irgendwelchen gemoddeten Projekten. Wir fangen direkt mit einem Highlight an und zwar der User Pilot21 ist gerade dabei, die Main-Weser-Bahn von Frankfurt nach Friedberg zu bauen. Und zwar von Friedberg nach Frankfurt West. Und die Strecke endet am Frankfurter Hauptbahnhof und ist currently under construction, also wird noch kommen. Das Video geht 37 Minuten. Wir gucken uns das nicht in Gänze an, aber wir schauen mal zusammen rein auf jeden Fall. Und ich werde mal nebenbei da ein bisschen erzählen. So, ich hoffe, ihr seht auch das Video. Ja, doch, ja, genau, ihr seht auch das Video. Also wir stehen hier jetzt gerade in Friedberg, so wie ich das verstanden habe, Baureihe 423 und setzen uns hier mal rein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon ein Fahrplan ist oder nur ein Szenario. Ich glaube, es ist nur ein Szenario, weil hier keine Ankunftszeiten drin stehen. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall sehen wir, die Strecke ist schon unglaublich gut ausdetailliert. Also guckt euch das mal an. Den Editor gibt es seit gerade mal 7, 8 Wochen. Und die Strecke sieht einfach fast schon besser aus als Strecken, die DTG bauen. Hier, wir haben die Bahnsteige, die sind ausmodelliert. Diese Bahnsteigsbegrenzung haben wir dort. Wir haben Signale, auch wenn ich nicht ganz weiß, was das hier ist über den Signalen. Aber das ist alles Work in Progress, das dürft ihr nicht vergessen. Wir haben KI-Verkehr, wir haben jede Menge Häuser rechts und links, wir haben Vegetation, die Bahnsteige sind ausgebaut, also es sieht schon sehr, sehr hübsch aus. So, ich überspringe mal ein bisschen, ich stelle erstmal ein bisschen leiser und vor allen Dingen überspringe ich mal so ein bisschen. Ne, wir sehen hier die S-Bahn, fahren noch ein und aus und wir fahren dann gleich auch irgendwann los. Nächster seht ihr dann schon Niederwöllstadt, Bahnsteig 3. So, wir machen jetzt die Türen zu und jetzt geht's los. Hier der User Pilot 21. Gerne mal bei YouTube selbst angucken. Und ihr werdet jetzt sehen, die Strecke ist unglaublich gut über die gesamte Länge bereits ausgebaut. Und das finde ich richtig faszinierend. Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Da fehlt noch ein bisschen hier und da was. Aber insgesamt sieht die Strecke schon nahezu fertig aus, wenn man es fast schon erzwingen möchte. Performance-technisch ein bisschen schwach, aber das kann an verschiedenen Dingen liegen. Wir haben erstmal hier noch Formsignale, ganz cool. Ja, Performance könnte einerseits vielleicht einfach am P PC des Streckenbauers liegen oder dass halt eben im Editor gespielt wird. Die sind in der Regel sowieso, diese Versionen sind etwas performance-lastiger, weil dann noch nebenbei solche Informationen hier ausgespuckt werden. Es kann auch einfach am Aufnahmeprogramm liegen. Also mal schauen, wie das mit der Performance noch aussieht. Aber insgesamt, wenn wir uns mal weiterhin auf die Strecke fokussieren, S-Bahn Frankfurt, Leute. Also da baut jemand an der S-Bahn Frankfurt. Ich bin komplett fasziniert davon, dass sich jemand an dieses riesige Projekt reingewagt hat und das auch mit einem unglaublichen Erfolg bisher. Auch hier die Abspannmasten und so. Also da sind schon ordentlich viele Details, die da verbaut worden sind. Wir spulen mal ein bisschen weiter. Signalisierung funktioniert, glaube ich, noch nicht zu 100%. Daher wird auch hier ohne PZB gefahren. Aber ich bin mir sicher, das kommt noch. Wir sehen zum Beispiel hier an diesem Vorsignal jetzt, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ne? Da seht ihr also Signalisierung noch nicht 100% top, aber das muss es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sein. Ich glaube, das kommt sowieso erst zu einem späteren Zeitpunkt. Hier Geschwindigkeitstafeln, 140 darf gefahren werden, all das ist auch schon verbaut. Ja, also da ruckelt es ein bisschen. Ich überspringe mal ein bisschen. Und ihr seht wirklich auf ganzer Strecke überall Details. Ich glaube, also das, was ich gelesen habe von Lukas Klimczyk, der Teil von TSG ist und auch von DTG, der hat gesagt, dass hier anscheinend sehr, sehr viele Assets von der Niddertalbahn verbaut worden sind. Also, nur dass da einfach sehr, sehr viel Vegetationsobjekte und Assets und so weiter davon genutzt wurden. Hier diese kleineren Bahnsteige. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus, oder? Hier dieses kleine Wartehäuschen. Autos.
irgendwelche Werbeplakate. Was wir noch nicht haben, sind anscheinend Fahrgäste, aber das ist auch nicht so schlimm. So, ich werde mal hier ein bisschen noch überspringen. Also wir müssen uns das jetzt nicht in Gänze angucken. Hier sehen wir auch, oh, das war glaube ich ganz interessant. Hier noch ein ICE, der an uns vorbeirauscht. Und nächster Halt ist dann Frankfurt West. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Wirklich unglaublich schön. Eine unglaubliche Leistung von der Community bisher. Hier auch viele, viele weitere Haltepunkte. Wunderschöne Vegetationsobjekte von der Niddertalbahn. Kennen wir hier diese Kirschblütenbäume. Und das hat, glaube ich, das hat eine Person alleine gebaut, so wie ich das verstanden habe. Also wirklich unglaublich. Ja, ich überspringe jetzt mal ein bisschen ein paar größere Teile, damit wir mal in die Nähe von Frankfurt kommen. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist noch nicht ausgebaut. Diese Strecke, die Fahrt hier wird enden in Frankfurt West. Aber anscheinend soll es ja noch bis Frankfurt Hauptbahnhof gehen. Ey Leute, guckt euch mal all diese Details hier am Rand an. Also wirklich, das ist, das sieht eigentlich aus wie die Niddertalbahn, nur halt in, als Hauptstrecke jetzt in Lang. Das ist verrückt. Auch hier, wie Gras überwuchert die Gleise sind an der Stelle, auf was für Details hier alles geachtet wurde. Signale stehen auch schon überall. Oh ja, Moment, da ist eine ganz coole Szene. Hier, wir fahren jetzt gleich unter einer Brücke lang. Das sieht auch sehr cool aus, weil wir hier Graffiti haben an der Seite. Also auch solche Details. Jetzt hier gleich an der nächsten Brücke. Ja, ich hoffe, dass mit der Performance, dass das irgendwie dann, wenn die Strecke tatsächlich irgendwann mal rauskommen sollte, dass das irgendwie etwas besser ist. Aber guckt euch das mal an hier, auch mit der Performance und allem. Moment. Sogar hier bei dieser Haartafel, oder? Hier, seht ihr es auch? Da ist sogar auch Graffiti drauf. Verrückt. So, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Also wirklich jetzt mal in den Großraum Frankfurt. Ihr Signal ist jetzt auf grün gestellt, wir dürfen fahren. So, Überwerfungsbauwerke, Weichen. Wir sehen jetzt hier von rechts, jetzt wird hier eine S-Bahn langkommen. Das sieht wirklich unglaublich gut aus jetzt. Da. Ey Leute, sieht das nicht gut aus? Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich schön. Mir fällt dazu nichts anderes ein, als immer wieder zu sagen, wie unglaublich schön ich das Ganze finde. Und was das für eine unglaubliche Leistung ist, auch hier, wie schön diese Brücke ausgebaut ist. Natürlich nicht perfekt. Ich glaube, statisch ist diese Brücke noch nicht ideal, aber es ist wirklich absolut trotzdem eine Mega-Leistung von einer einzigen Person aus der Community. So, und hier sind wir auch schon in Frankfurt West. Weiter wird es dann Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof gehen, aber da sind wir noch nicht. Ja, so viel dazu. Vom Pilot 21. Mal gucken. So sieht Frankfurt am Main Hauptbahnhof jetzt gerade aus. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also hier sehen wir die ganzen Bahnsteige. Die Gleise sind also schon allesamt gelegt. Oder ich weiß nicht, ob allesamt alle Gleise gelegt worden sind, aber auf jeden Fall viele Gleise. Hier fahren, also hier kann ich mich dran erinnern, ich bin schon oft selbst mit irgendwelchen ICEs über diese Brücke lang gefahren und dann in den Bahnhof rein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Also es ist auf jeden Fall, hat großen Wiedererkennungswert und es ist wirklich hammermäßig gut. Mal gucken, ob er noch irgendwas geschrieben hat. Ich glaube nicht. Nee. Okay, so, also so viel dazu. Main-Weser-Bahn Frankfurt am Main nach Friedberg, hammermäßig. Gehen wir mal in den nächsten Tab rein. Hier hat der User, ich kann es nicht ganz aussprechen, man möge es mir verzeihen, hat sich dran gewagt, für Dresden-Riesa einen neuen Fahrplan zu bauen. Und zwar einen 100% realistischen Fahrplan. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein oder ihr Ziel. Und
Ja, hier wird halt viel darüber erzählt. Ich kann jetzt, da gibt es jetzt keine Videos, sondern nur ein paar Screenshots und Texte, die wir uns zusammen angucken können. Das sind so die ganzen Vorüberlegungen, die gemacht werden mussten, dass geguckt wird, welcher Zug wann um wie viel Uhr fährt, von welchen Gleisen um wie viel Uhr fährt er ab, wann kommt er in Dresden-Neustadt an, wann in Riesa und so weiter und so fort. Also viel Vorarbeit, die da geleistet wurde, das auch schon am 6. Oktober, also schon über fast einen Monat her. Und dann sehen wir nach und nach, schafft das tatsächlich, hier immer mehr Verkehr auch einzubauen. Hat sich hier richtig die Fahrpläne ausgedruckt, die analysiert, geguckt, was heißt eigentlich was, wie könnte das umgesetzt werden. Ja, also wirklich schon hier sehr viel KI-Verkehr unterwegs. Das ist halt ein Fahrplan, ne? Auch hier eine kleine Spezialfahrt mit der 363. Sieht sehr schön aus. Sehr, sehr, sehr schön. Hier haben wir sogar eine 204. Hier Dresden gets a whole bunch of weird trains over the course of year. Also sehr viele interessante Züge. Also zum Beispiel irgendwelche neuen Fahrzeuge von der Alstom-Fabrik in Bautzen und Görlitz bis hin zu irgendwelchen Railtours, also irgendwelchen Museumsfahrten. Und da versucht er auch solche Sachen einzubauen. 628. 110 mit N-Wagen, hier vielleicht so eine Art, ja genau, eine Intercity-Rail-Tour, also auch so eine Art Museumsfahrt, for some coach shunting with the 363, also haben wir so ein bisschen, wird auch hin und her rangiert. Das ist ja so ein bisschen das, was man sich immer gewünscht hätte für München, ne, mit so einer 363, die dann so Intercity-Wagen hin und her rangiert. Das wäre schon ganz geil. Und was noch? Hier S-Bahn Köln, was macht die S-Bahn Köln hier? Interessant auf jeden Fall. Hier auch so ein paar Acknowledgements von DTG selbst. Und hier wird dann immer weiter erzählt, was dann noch so gemacht wurde, welche Schwierigkeiten man hatte beim Bauen. Mal schauen, ob wir sonst noch irgendwas haben. Ja, also S-Bahn ist mittlerweile auch jetzt drin, also die S1. Es hat lange gedauert, das alles reinzupacken, das alles irgendwie umzusetzen, aber die S1 ist da mittlerweile auch dabei. Und also so sieht das Ganze aus, wenn man irgendwelche Fahrpläne baut, wie unglaublich komplex das Ganze ist. Hier mit solchen Streckenabschnitten Chemnitz-Riesa, Riesa-Elsterwerda, Elsterwerda-Riesa, Riesa-Chemnitz, ne, und so weiter und so fort. Also wirklich, es sieht sehr, sehr, sehr komplex aus. Hier noch mehr, also wirklich, also das ist für mich Raketenwissenschaft. Schon krass. Mal schauen, was es hier sonst noch so gibt. Ja, also irgendwelche, ja, also wir sehen, manchmal stößt man auch auf Probleme. 623 Total Services und 459 davon haben nicht gestartet, so im Sinne von, was ist da passiert? Und da muss man halt herausfinden, was ist passiert, was ist das Problem. Ja, hier ist a little progress chart, also S-Bahn, mittlerweile die S1 zu Rush-Hour-Zeiten, die S2 RE50, also S-Bahn ist alles drin. Das Elbe-Elster-Netz ist noch nicht drin mit RE15, RE18 und RB31. Dieseltriebzüge Dresden-Klotsche, S8 und Trilex sind auch noch nicht drin. Da wird sicherlich gewartet, bis die Maintalbahn veröffentlicht wird, um da die Trilex-Fahrten damit reinzubringen. RB50 ist schon drin und ja, das alles kommt noch. Irgendwelche Railtours und Easter Eggs, Güterzüge. Fernverkehrszüge und so, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht drin gewesen, also jetzt hier vor ein paar Tagen. Und hier wird halt weiter geguckt, weiter erklärt, wie ist der Progress so, und es ist wirklich sehr interessant, sich das durchzulesen. Wir gehen mal weiter zum nächsten. Hier baut der B-Zocker 6316, wagt sich an die Strecke Verden nach Bremen, und ja, die Gleise sind auf jeden Fall schon platziert worden. Ihr seht es hier auf einem sehr flachen Terrain anscheinend. Also erste Signale sind da auch schon platziert worden. Und ja, eine Bahnstation ist da auch schon jetzt mit drin. Also noch nicht so viel Work in Progress, noch nicht so viel mehr zu zeigen. Aber hier wagt sich jemand an diese Strecke ran. Verden an der Aller, glaube ich, nach Bremen in Norddeutschland. Hübsch, hübsch, und da wünsche ich natürlich viel Erfolg, dass das weiterhin funktioniert. Wir gehen weiter. Ginger Pitti möchte die Röhrtalbahn bauen. Also von Neheim-Hüsten
bis nach, wo endet die Röhrtalbahn? Das wird, glaube ich, irgendwo unten gesagt. Nämlich. Na, wir gucken noch ein bisschen weiter runter. Also hier wird auch viel erklärt, was so gemacht wurde, auf welche Probleme man gestoßen ist und so weiter und so fort. Und hier aus dem 26. Oktober, vom 26. Oktober das Update. Hier ist die komplette Streckenkarte. Hier ist Neheim-Hüsten, hier oben irgendwo. Und ganz unten ist Sundern, genau. Also hier unten, das ist Sundern. Und Ginger Pitty ist schon tatsächlich die gesamte Strecke mit der 363 lang gefahren. Das scheint alles perfekt zu funktioniert zu haben. Genau. Also wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, kann man nur sagen. Also wir haben hier eine Streckenlänge von ungefähr 14,5 Kilometern. Ja, also da ist auch eine Strecke im Bau, die Röhrtalbahn. Wenn es mehr Updates dazu gibt, ihr wisst Bescheid, dann kriegt ihr sie hier. Wir gucken mal weiter jetzt zu einem wieder sehr, sehr großen Projekt, ein großes Highlight, die Oberallertalbahn. Und hier, ich nehme mal hier die Lautstärke ein bisschen runter, der Timmy, beziehungsweise der hat auch hier einen YouTube-Kanal, der, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, Smasher vermutlich. Gerne mal auf seinem YouTube-Kanal vorbeigucken, macht viele Videos. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzublicken. Und der baut jetzt hier die Strecke von Celle nach Gifhorn, nach Gifhornstadt, also die Oberallertalbahn. Und da hören wir mal ein bisschen rein, was er dazu zu erzählen hat. Jetzt gibt es den Train Simulator 4 Editor und ich dachte mir, komm, ich wage mich da mal ran. Das Ganze ist in Unreal Engine Genau, also er 4. erklärt da so ein bisschen, was er da gemacht hat. Und das sind jetzt so die ersten Schritte im Editor, die er uns da zeigt. Das überspringen wir mal so ein bisschen. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, dass ich das überspringe, nur ich versuche euch da ein bisschen die Highlights draus zu zeigen. Hier so irgendwelche Google Overlays, die dann eingefügt worden sind, wie das Ganze funktioniert hat, welche Probleme es da vielleicht gab. Und wir sehen hier schon, die ganzen Städte sind da auch schon mit eingefügt. Also Gifhorn Stadt, Gamsen, Kästorf, Wilsche, Buckelberge, Münden, Diekhorst und so weiter und so fort. Das lese ich jetzt nicht alles vor, bis nach Celle. Ja. Zelle und dann eben nach Zelle. Das sind die ganzen Stationen, die es geben wird. Das sind auch die Stationen der alten Oberallertalbahn. Und ja, ich werde mich versuchen, da so ein bisschen dran zu So. halten. Ja, mal Und schauen, dann, was denn. Also die na, Oberallertalbahn. Moment. Ja, genau so ist das. Also die Genau, Oberallertalbahn. das ist die gesamte Strecke hier von Celle bis nach Gifhornstadt. Und die versucht er da zu bauen. Genau, das wurde quasi so. So, und dann sehen wir hier im Editor, er hat dann weiter Progress geschafft. Natürlich so. So, jetzt sind wir wieder über. Das hier ist der Zeller Hauptbahnhof. Also Hauptbahnhof, das ist halt Zelle, ne? Bahnhof Zelle. Und es ist der Wahnsinn. Ja, also hier hat er mal das Overlay ausgeblendet und jetzt sieht man halt die ganzen Gleise, die halt liegen. Also hier ist bisher nur ein Bahnsteig, ja? Da fehlen noch zwei weitere Bahnsteige. Aber jetzt haben wir hier den großen Bahnsteig und vor allem haben wir hier Gleis 1, den kleinen Bahnsteig. Und ihr seht, hier ist schon so eine kleine Test-Train mit drinne, was ja eigentlich ziemlich cool ist, weil diese Test-Train können wir fahren von Celle über die, ja, ich mache mal die Route Map auf, über die Maintalbahn, sage ich schon, Gottes Willen, wo bin ich schon mit dem Kopf heute? Die Oberallertalbahn Ja, von Celle nach genau, Gifhorn von Celle eben. nach Gifhornstadt wird dann da über Gleis 1 anscheinend geleitet. Also da sehen wir nochmal die Streckenkarte hier im Editor. So sieht das Ganze dann aus und hier wird ein bisschen über die Karte dann geflogen. Kann man halt einfach hier von Celle Gleis 1 so ein bisschen hier durch den Gleissalat rüberfahren und kann dann, ich schwebe hier mal in die Richtung weiter. Also ich habe jetzt mal das Google Maps Overlay aus, aber das hier ist quasi der Güterbahnhof Celle. Hier ist dieser Schuppen, also nicht Lokschuppen, sondern ja, hier dieses Gebäude. Theoretisch hören die Gleise hier nicht auf, sondern gehen in dieses Wir Gebäude machen mal rein, weiter. Hannover Hauptbahnhof. Und hier hört in echt, hören hier die Gleise auf. Jetzt bin ich wieder unter die Map. So, in echt hören hier die Gleise auf, ungefähr beim Signal, vielleicht ein Stückchen weiter. Und ich habe hier einfach ganz frech die alte Oberallertalbahn wieder hingezogen. Hier sehen wir schon den Haltepunkt Westerzelle. Und wenn man da jetzt weiter lang geht, dann geht es hier rum, rüber. Theoretisch diese Kurve hier geht, glaube ich, unter der B3 durch. Und dann sind wir hier in Altenzelle. So, also wir sehen auf jeden Fall einiges an Work in Progress. Meine Damen und Herren, ja, Gleis 1.
Ich weiß, man kann das noch nicht so erkennen, weil halt eben keine Szenerie Ja, da ist. also da Also fährt er dann mit nochmal der 628 noch ein bisschen durch die Gegend. nach Celle. Dann hüpft das hier rüber und schon Hoch. lädt es ganz kurz und dann sind wir hier in Celle. Genau, ja, so viel dazu. Also hier der Timmy auf seinem YouTube-Kanal. Gerne mal vorbeischauen. Oberallertalbahn wird gebaut. Schaut euch das gerne mal an. Hinterlasst einen Kommentar da. Das motiviert immer, das kann ich euch sagen. Dann gehen wir mal hier rein. Das Projekt kennt ihr schon vom guten Fauli. Habe ich euch schon mal vorgestellt. Hier die französische Lok habe ich euch in diesem Zustand hier vorgestellt. Beim letzten Mal hier mit diesen Screenshots. Und es gibt aber mittlerweile ein paar weitere Screenshots. Und zwar ist es nämlich so, dass auch hier natürlich weiterhin die 152 ebenfalls im Bau ist. Rhein-Ruhr-Express, ICE. Und ja, hier genau haben wir dann neues Work in Progress vom Führerstand der französischen Lok. Also guckt euch das mal an. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also schön texturiert. Ein paar neue Elemente sind mit dazugekommen. Herrlich, herrlich, herrlich. Und auch noch als kleines Highlight hier der Velaro D, der auch gebaut wird. Also wirklich wunderschön. Herrlich, wunderschön. Kann man einfach nur sagen. Baureihe 407. Toll. Hoffen wir mal, dass das weiterhin gut klappt hier beim Foley, bei meinem guten Freund, dem Foley, ich bin da guter Dinge. Dann aus dem Transom Community Modding Discord Server habe ich euch noch ein paar Screenshots mitgebracht. Und zwar, hier baut jemand anscheinend eine portugiesische Strecke inklusive portugiesischem Rollmaterial. Und portugiesischen Schienen, die sind ja, glaube ich, etwas breiter. Das sind ja dieses, es gibt ja diese Standard Gauge, also diese 1435 mm, die wir halt eben als Spurweite in weiten Teilen Europas haben. Dann gibt es halt eben die Narrow Gauge, also wie zum Beispiel die RHB hat. Und es gibt halt eben die Iberian Gauge, also so die iberianische Gleisweite. Ich hab den Begriff dafür vergessen. Und das wird hier auf jeden Fall umgesetzt. Und wir haben hier halt hier diesen Güterwagen, der gebaut wird. Auch eine portugiesische Lok, die ebenfalls, Entschuldigung, gebaut wird. Schon auf jeden Fall viele Details hier an dem Güterwagen. Das 3D-Modell sieht wirklich herrlich gut aus. Hier haben wir ein Bild aus dem Führerstand der portugiesischen Lok. Also sieht auch sehr, 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 sehr cool aus. Sehr beeindruckend, was da bisher so geschafft wurde. Einfach herrlich. Einfach wirklich unglaublich herrlich. Haben hier den Kilonewton-Anzeiger und hier Tacho, Bremsanzeiger, Fahrradspannung. Toll. Also hier nochmal von außen die Lok, die. Was ist das? 4321 anscheinend. Hier nochmal der Güterwagen. Dann die entsprechend portugiesische Oberleitung wurde auch schon gebaut. Also das sind neue Oberleitungsassets, genauso wie die Strecke entsprechend, die Spurweite. Und dieser Screenshot ist von dem gleichen guten Mann, der beim letzten Mal habe ich euch die Baureihe 186 gezeigt, die gebaut wird. Das ist halt auch von ihm. Und ich glaube, das ist die skandinavische Variante vom Flirt 3, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Stadler-Triebzug, meine ich. Und das ist dann, denke ich, die norwegische oder die schwedische, ich glaube die norwegische Variante davon. Die sieht so ein bisschen anders aus als die europäische, die kontinentaleuropäische, die wir hier haben. Aber Flirt 3 hier anscheinend auch im Bau. Also wirklich, wirklich cool. Und noch ein kleiner Nachtrag jetzt ganz zum Schluss. Nochmal hier die portugiesische Lok mit Animationen mittlerweile. Wir gucken uns mal den Panto an. Ja, also Pantograph geht runter und Pantograph geht hoch. Sehr schön. Also wirklich, wirklich, wirklich faszinierend, was da so bisher geschafft wurde von der Community. Und damit wäre es das auch schon, das heutige Update vom Editor. Wenn es wieder was Neues gibt, ich sage euch Bescheid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, worauf ihr euch besonders freut und unterstützt gerne die Modder, zumindest mit einem netten Kommentar, mit einem kleinen Danke, mit einem Smiley, mit einem Daumen hoch, wie auch immer. Da werden die sich sicherlich darüber freuen. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.